Julio Hernando Garcia Pérez ist Bischof im Chocó. Seit einigen Jahren grassiert im Armenhaus Kolumbiens das Goldfieber, das der Bischof mit größter Sorge beobachtet. In Hunderten von Minen entlang der Pazifikküste reißen schwere Bagger tiefe Wunden in den Urwald. Außerdem verseucht Quecksilber das Wasser in der Region. Der Goldrausch zerstört nicht nur die Natur im leicht verletzbaren Regenwald, er bringt auch Kriminalität, Krankheiten und Prostitution. Bischof Garcia macht sich vor Ort sein eigenes Bild von der Lage. Bei seinen Reisen durch den Urwald hört er immer wieder die gleichen Klagen. Nutznießer des Goldbooms sind vor allem Guerillas, Paramilitärs und kriminelle Banden. Sie überziehen die Goldsucher mit Schutzgelderpressungen. Das Ganze spielt sich in einem Gebiet ab, das seit Jahrzehnten unter einem schmutzigen Bürgerkrieg leidet. Nur große Konzerne erhalten in Kolumbien Schürfrechte. Für alle anderen ist Goldgräberei verboten. Aber im Chocó schreitet niemand ein, denn die Region ist quasi rechtliches Niemandsland. So bestreitet die Bevölkerung seit ewigen Zeiten ihren spärlichen Lebensunterhalt mit der begrenzten Nutzung von Gold. Auch das Ehepaar Lastenia und Luis gehen 4 oder 5 Mal die Woche an einen Fluss, um einige Flocken Gold zu finden. Mit den rund 25 Euro, die sie umgerechnet damit pro Woche verdienen, können die Eheleute das Schulgeld für ihre Kinder bezahlen. Den Reibach aber machen die Zwischenhändler, denen sie das Gold verkaufen. Realmente para nosotros el oro se ha vuelto una maldición. Für uns im Chocó, sagt Bischof Garcia, hat sich das Gold zu einem Fluch entwickelt. Gold ist eigentlich ein Schatz Gottes, der uns anvertraut wurde. Aber derzeit erleben wir die negativen Folgen eines Goldrausches, der Egoismus und Zwietracht in den Gemeinden sät. Wir als Kirche wollen dazu beitragen, dass das Gold allen Menschen zugute kommt und nicht nur einigen wenigen. Damit ist Gold zu einer großen pastoralen Herausforderung für die Kirche im Chocó geworden. Der Kolumbienbeauftragte des Bistums Aachen, Prälat Dr. Stefan Dückers, hat den Bischof auf einer abenteuerlichen Fahrt zu den Catio-Indianern begleitet. Der Häuptling hatte den Bischof eingeladen, um ihn um Rat zu bitten, denn auch die Indianer im Chocó leiden unter Schutzgelderpressungen der Paramilitärs. Sie drohen, die Gemeinschaft zu spalten. Das Misstrauen im Dorf hat zugenommen, erste Tote sind zu beklagen. Bischof Garcia richtet einen eindringlichen Appell an die Catios am Rio Baudo. Lasst euch nicht entzweien. Ihr seid eine Gemeinschaft und ihr seid Christen. Nur wenn ihr geschlossen handelt, seid ihr stark. Und spontan bietet er den Catios an, Frauen und Männer aus dem Dorf zu Gemeindeleitern ausbilden zu lassen, die den Glauben an die eigenen Fähigkeiten stärken und ein friedliches Gemeinschaftsleben fördern. Bei seinen Begegnungen versicherte Prälat Dückers dem Bischof und den Gläubigen im Chocó der Solidarität und Verbundenheit des Bistums. Dem Bischof schilderte Prälat Dückers die vielfältige Unterstützung pastoraler und sozialer Projekte, die das Bistum Aachen seit mehr als 50 Jahren im Rahmen der Kolumbien-Partnerschaft leistet. Vor allem aber versprach er, die Menschen in Deutschland gezielt auf die sehr schwierige Menschenrechtssituation im Chocó hinzuweisen, um sie um ihr Gebet für die Menschen in Kolumbien zu bitten.